Das ist das Schnitzel-Kindermesser und zwar nicht zum Schnitzel-Schneiden, sondern eher zum Schnitzen und als Outdoor-Messer gedacht. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rostam vom Survival Shop Berlinscode. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Schnitzel-Kindermesser. Ich habe das im Messermagazin gesehen und habe mir als Händler eines geholt und habe mir gesagt, ich schaue mir das einmal an, weil mich Kindermesser grundsätzlich interessieren. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, da gebe ich dir den Link da oben. Und wie ich nämlich über Kindermesser denke, das heißt, ich habe gewisse Voraussetzungen. Schau dir das Video oben an. Und eines muss ich gleich dazu sagen, dieses Messer hier ist wirklich ein Messer, das ich ein Kind in die Hand geben würde oder es auch getan habe, nämlich meinem Sohn, den Tobi. Und zwar, es ist wirklich höllescharf gemacht. Es ist wirklich höllescharf gemacht. Wir machen dann nachher gleich einen Schlitztest dazu. Es ist Full Tang, wie du siehst. Ja? Das heißt, wenn man sich andere Kindermesser anschaut, da hat man ja dann manchmal die Sorge, wenn die batonieren, also wenn die wirklich so Bushcraft unterwegs sind, zum Beispiel hier im Bushcraft-Areal, gebe ich da billige Eigenwerbung unten den Link dazu, dann ist es ganz einfach so, dass man Angst hat, dass das irgendwie abbricht, aus dem Erl rauskommt. Das ist hier nicht der Fall. Es ist wirklich ein schönes, robustes, scharfes Messer. Das Einzige, was sozusagen kindlich gemacht ist, ist die Spitze. Das heißt, die ist hier abgerundet, da kann man sie nicht wehtun, aber ab hier vorne tut schon wieder weh, weil kann man sie schneiden. Also, das ist einfach ein Messer in Kleinformat für eine kleine Hand und eben mit dieser Entschärfung durch die Spitze. Ob das jetzt wirklich relevant ist, denn wenn ich stolpere, wenn ich mich, und das meine ich damit, nicht an Messerregeln halte, dann kann ich abrutschen und kann trotz alledem da irgendjemanden sauber wehtun. Aber es ist halt entschärft und das ist die Idee und soll so sein, es macht ja jetzt auch nichts. Es macht das Messer nicht schlechter. Wenn dich übrigens meine Messertipps interessieren, gebe ich da auch den Link in meinen Shop. Schau dir das ganz einfach an. Dort kannst du die Broschüre bestellen. Aber das Messer ist aus dem Grund auch moderner, weil es eine Keidegscheide hat. Schau mal her. Das ist eine Keidegscheide. Sie ist leider nicht Techlock-fähig. Das ist leider nicht der Fall. Aber schau mal her. Also zumindest habe ich nicht zusammengebracht. Aber eine schöne Keidegscheide. Und das ist halt schon ein bisschen was anderes. Nämlich so, wenn es da, wenn der Papa rausgeht mit einer Kette gescheiden und schneiden und dann hat der Bub oder das Mädchen, naja, das ist jetzt eine Bubenausführung, ist eh ganz klar, könnte dem Tobias ja keine rosarote, könnte ihm kein rosarotes Messer geben. Aber auf jeden Fall ist es eben dafür gedacht, der Papa macht alles und dann kann der Bub oder das Mädchen kann eben nicht einfach nur reinstecken, sondern muss da herum. Und das ist hier wirklich schön gelöst, ein tolles Stück. Was du jetzt schon gesehen hast, Feuerstahl, ideal auch für Kinder. Also der Klingenrücken, der ist, ups, jetzt ist mal runtergefallen, der Klingenrücken, der ist leider abgeflacht. Das ist schön verarbeitet, das heißt, das zeigt für Qualität auf der einen Seite. Und, aber trotz alledem, da müsstest du, wenn du das willst mit deinem Kind, da musst du noch einmal mit dem Dremel drüber gehen oder es anschleifen, anderwertig. Gut, jetzt machen wir ein bisschen einen Schnitztest. Ja, aber bevor ich da jetzt irgendwas herumschnitze, wenn es ein Kindermesser ist, ich meine, ich bin ein großes Kind, habe ich ein Kind mitgebracht, und zwar den Tobi. Und der schnitzt da jetzt gerade an einem Haselstock, den wir vor einiger Zeit bei einem anderen Test umgehackt haben. Und was halt da jetzt einfach schön ist, er kann es schön in die Hand nehmen, er kann schön arbeiten, es kann ihm nichts passieren. Und das ist der große Vorteil dabei. Ich meine, okay, es ist ein schnitzendes Kind, es soll so sein, aber genau das ist der Punkt. Was auch wichtig ist, und deswegen noch einmal diese Broschüre da unten, dass du mit den Kindern auch die Sicherheitsregeln durchgehst. Also er schnitzt vom Körper weg, er schaut, dass die Hand auch hinten ist. Also alles so, wie es sein soll. Und das Messer ist scharf. Und das ist das Wichtige. Wenn du ihm ein Buttermesser in die Hand gibst, ja, und er da herumschnitzen müsste mit einem Buttermesser und es geht einfach kein Material runter, dann ist das fad, dann ist das langweilig, dann entsteht auch viel Druck und durch viel Druck entsteht Ermüdung. Und schnellere Ermüdung bedeutet schnellere Unfälle, nämlich weil im Kopf einerseits man abstumpft und es in der Hand wehtut und deswegen muss das einfach vernünftig sein. Und bei dem Messer hier habe ich da überhaupt keine Zweifel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, ich gebe da unten den Link auf Amazon. Ich werde es nicht zu mir in den Shop nehmen, aber nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil ich das nicht zu vernünftigen Konditionen kriege. Wenn ich auf Amazon schaue, dann ist das dort schon so günstig und da kann ich einfach nicht vernünftig mithalten. Daher schaust du bei Amazon an. Die Geigenwerbung selbstverständlich, das ist eh ganz klar. Und ich kann es dir auf jeden Fall ich kann es dir empfehlen, wenn du ein hippes, cooleres Keidegscheidenmesser, ich kann es dir nicht mehr zeigen, ich krieg's nicht mehr zurück, aber so kann es dann halt gehen. Wenn du einen Kommentar schreiben willst, dann schreib mir unten, welches Kindermesser verwendest du, wie siehst du das, tralala, holaro, Daumen nach oben oder nach unten, Abo, Videos, bis bald und ciao.